Willkommen Leute zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Wir waren hier gerade in der im Grab. Nein, nicht im Grab, eigentlich eher in dieser Kammer hier mit dem Rätsel, wo ich ja hier voll gefällt habe eigentlich. Und ja, und da haben wir oben ja gesehen, dieses Artefakt. Das aber nur eine Abbildung war. Es war nicht das echte, was wir hier gesucht haben. Das hat ja irgendwie Takamoto auch wieder hieß. Und ja, müssen wir hier erstmal raus. So, wie hieß denn mal? Ayana? Nee. Keine Ahnung mehr, ich hab vergessen. Warte, steht das hier irgendwo? Einsatz hier. Da. Anaya. So, Anaya hieß sie. Okay. Ich bin immer noch krank, Leute. So gesagt mal, ne? Falls man es nicht merkt, ne? Kann ja sein. Und also ich merke es auf jeden Fall. Das regt mich gerade irgendwie richtig auf. Weil naja, was soll's, ne? Nein. Nicht dahin. So. Da drüben sind auch schon zwei Typen, sehe ich. Die es nicht lange hier zu leben haben. Wenn er das gerade richtig war, versteht sich aber auch nur. So. Ja, dahin. Und springen! Oh mein Gott, ich kann nicht geht's sehen. Du, ob sie runtergefallen ist, vielleicht haben wir ihr Glück. Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das Knie? Was geht dich das an? Ich bin nicht gestolpert. Und ich war nicht so blöd, das verdammte Seil festzuhalten. Es war nass. Ich weiß nicht, wie sie ohne Seil hier runtergekommen ist, über diese glitschigen Felsen und... Ich bin einfach geschwommen, Alter. Da drüben ist sie. Ja klar, wie die mich einfach mal so schnell entdeckt haben, ne? Das ging ja mal schnell. Sind hier bestimmt auch noch welche. Ja. Das hab ich auch erwartet eigentlich, ne? Hier nicht auch noch ein Secret irgendwo? Boah, vertue ich mich ja gerade. Wahrscheinlich vertue ich mich gerade voll. Okay. Ich höre nichts mehr von ihnen. Vielleicht ist ihr Funkgerät aus. Oder sie schlafen. Vielleicht machen sie ein Nickerchen. Finde es raus. Mach doch selbst. Mach es einfach, Miller, und hör auf zu jammern. Was war das? Ja, wenn man nicht so professionell, was ich, wie ich das machen wollte eigentlich, aber ich dachte, ne? Lol, bin ich gerade durch einen Stein gelaufen, ne? Lol. Da ist ein bisschen Fail, finde ich. Ich glaube, da haben die Entwickler was falsch gemacht oder was übersehen, aber... Naja, ich glaube... Warte mal. Nein, Lever! Na, wo ist die Croft? Na, wo ist die Croft? Ja, da ist die Croft! Wo auch sonst? In einem Stein, was auch so realistisch ist. Wo lang müssen wir? Also, ja, nur an dieser Seite entlang wahrscheinlich. Lol. Ist ein Secret. Schatz. Na, heiß. Ist da sonst noch was? Ich glaube nicht, ne? Geil hier hoch. Drücken halten sie eh und gedrückt. Okay, und drücken die Bewegungstaste oben, unten, oben hinauf oder hinunter zu klettern. Ach, gedrückt halten, also. Das verstehst du. Egal. Jetzt bin ich auch oben, von daher kann es mir egal sein. Warum blinkt das hier so? Nein! Also, okay. Das hat nichts zu bedeuten, ne? Okay, hier sind keine diesmal. Lava. Dann halt hier lang. Eine Leiter, okay. Wo haben die ganzen Zeugs hier? Haben die echt eine Leiter hier runtergebracht, diese Typen? Ja, dann crazy shit. Ach so, das ist hier, wo wir auch lang geschwommen sind, Leute. Merke ich gerade so. Ach ja, ich bin so ein Spitzhacker. Wie haben die das Wasser hier ausgelassen? Frage ich mich gerade. Ich habe mich so ein Schlauch oder so ein Tankschlauch, damit man irgendwas einsaugen kann. Dann ist er so befestigt. Okay, schön. Und wenn er sich so gut wie gar nicht bewegt, wie ein Metallstrang. Naja, was soll's, ne? Hey, ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Daneben ein Jaguar. Und eine verdammte Riesenspinne habe ich auch gesehen. Das war eine Tarantel. Hast du in der Schule nur gepennt? Entschuldige, dass ich die wissenschaftlichen Namen nicht kenne. Ich weiß, was wichtig ist. Halt einfach die Augen offen, okay, Einstein? So gut einfach diese Gespräche. Wenn hier auftaucht, knackt sie dein Spatzenhirn wie eine Melone. Ehrlich? Ich habe die
Gespräche noch nie so gehört, außer jetzt. Okay, die haben mich schon gesehen, bevor ich ihn gesehen habe. Was auch denn irgendwie? Ne, er konnte mich sehen, auch wenn ich ihn nicht sehen konnte. So. Ich wie auf dem Plätzchen lande. Irgendwie erinnert mich gerade dieser Platz da wie an so einen Galgenplatz. Also der hier, ne? Nur so, ne? Weiß nicht warum. Wahrscheinlich weil ich ja. Weil ich dann bin, ja. Kein Plan. Also hier. Noch! Da ist ja noch einer. Keine gemerkt. Oh mein Gott. Geh weg, danke. Nein, oben war es ja. Stimmt, ja. Da war einer. Ja, dann geht über studieren. Alter, mein Hals, ne? Die Erklärung ist so scheiße einfach, ne? Weil man damit kaum sprechen kann. Also ist ja noch einer. Weil man damit einfach kaum sprechen kann, ne? Das pisst richtig an einfach, Leute. Richtig. Warte kurz, Leute. Wieder da, Leute, ne? Hab ich hoffentlich den Punkt. Ne? Den Ladebildschirm. Hast du Anaya noch in der Leitung? Ja. Sie soll sich unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. Da war ich in der kleinen Labor, ne? Weil du auch so viel Übersicht von oben hast, ne? Ja. Sieh doch. Das ist Mist, die kann so sterben, Anaya. Wenn wir das hier so spät machen, ne? Headshot, komm, Headshot. Geht doch. Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte machst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toro Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Okay, eine kleine Party läuft da. Bei Kishimoto. Nein, Nishimura. Kishimoto, wir kommen hier darauf auf einmal, egal. Glückwunsch. Stimmt, Kishimoto ist doch der Naruto-Zeichner, ne? Oder? Hab ich das richtig in Erinnerung? Ja, egal. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extra-Menü einen Blick auf folgende Belohnungen. Zwischensequenz, Biografie, Konzepte, Kostümauswahl, Objektmodell, Kostüm, aha. Okay. Sie Level schlafen oder wählen Sie im Hauptmenü die Option Level nicht ändern. Okay. Stimmt, Level schlafen, da ist das in Craft mehr Leute auch. Glaube ich. Wenn ich jetzt noch richtig mich erinnere. In Craft Männer werden wir. Craft Männer werden wir auch noch machen, na klar. Aber erst nach dem normalen Hauptspiel, ne? Das Kleid. Die Schwierigkeit, ich hab Mittel was, ja. Warte mal. Oh ja, Japan. Treffen mit Takamoto. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Genau, was willst du mehr, Lever? Schöner Gang. Ja, Leute, erstmal. Nishimura hat angerufen. Er ist in seinem Büro und mischt sich nicht ein. Aber der Barkeeper kann ich zu ihm durchstellen. Das war zu erwarten. Erstmal, Lever kann ja über den Boden rutschen, ne, wenn wir hier stehen bleiben. Man sieht es vielleicht, oder? Man sieht es vielleicht. Finde ich es so, dass er so aussieht. Aber egal, also immer wenn. Immer am Ende des Ganges, ne? Egal, Leute. Erstmal schöne Lampe. Schöne Lampe da, ne? Auf jeden Fall.
Ist er mir runtergegangen? Okay, sind ja recht wenige Menschen eigentlich, finde ich. Und wenig, weil, keine Ahnung, ich finde es wenig irgendwie. Egal. Leute, ich glaube, ich mache hier auch, erstmal einen Cut, oder? Auch nicht. Egal, komm, gehen wir nochmal weiter. Oder? Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, Leute, wir machen doch erstmal einen Cut, weil das ein neuer Abschnitt ist und so ein Scheiß. Da ist ja Wasser im Boden. Und dann Glas. Was ich recht geil finde sogar. Hallo? Okay, ich will ein Bierchen. Gibt das hier vielleicht? Nein, bestimmt nicht, aber egal. Das ist Japan hier. Da gibt es ganz andere Getränke bestimmt. Die Aussicht, auch ganz nett, würde ich sagen. Geil, eigentlich mache ich das hier echt nur noch, um Zeit zu schinden, ne? Egal, Leute. Bis zum nächsten Part und tschüssi, Kowski.